So, Freunde von The Legend of Zelda A Link to the Past, willkommen zurück und wir sind hier eben in der Schattenwelt. Wir sind, erstmal sind wir Folge 9, ne? Genau. So, und ihr seht es, oben links müssen wir hin zu 3, zu der Waldfestung der Waldwelt. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, nee, genau, wir wollten uns auch noch Schwimmflossen holen, habe ich gesagt, ne? Habe ich das in der letzten Folge schon gemacht? Guck ich mal, ob ich schwimmen kann. Werde ich ja dann sehen. Das ist ja so, ne, Freunde, ich nehme ja nicht alles an einem Tag auf, ne? Also, das ist jetzt schon wieder so circa 2 Wochen her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, haben uns ja in der letzten Folge schon geholt, alles klar. Musste ich ja sogar, weil war ja dieses Wasser, war ja die Wasserwelt, ne? Stimmt. Wasserwelt war ja gewesen. So, jetzt gehen wir zu der dritten Welt. Machen wir da mal. Wisst ihr was, bevor wir das machen, ne, können wir erstmal was anderes machen, ne? Und zwar können wir hier. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren, den würde ich gerne wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, Suche nach der Flöte. Werde ich machen, natürlich. Ich leihe dir gerne meine Schaufel. Viel Glück bei der Suche. Du hast dir eine Schaufel geliehen, damit kannst du lockeren Erdreich graben. Genau, wir suchen uns jetzt erstmal die Flöte. Warum, zeige ich euch jetzt gleich. Wir müssen nämlich auch... Da ist er. Und weg ist er. So, und irgendwo hier in dem ganzen Waldstück ist eine Flöte. Die muss ich jetzt mal suchen. Mit der Flöte können wir dann hinterher nämlich den Vogel da holen. Und der fliegt uns dann nämlich immer zu einzelnen Stationen. Brauchen wir nicht die ganze Zeit laufen. Wisst ihr, was ich meine? So, die Flöte könnte überall sein, sage ich euch so, wie es ist, ne? Die könnte überall sein. Boah, ich habe manchmal wirklich Minuten gebraucht, ne, bis ich die Flöte gefunden habe damals, ne? Boah, das war so schlimm. Ich sag euch, das war so schlimm. Aber die kann hier überall sein, ne? Wo bist du, Flöte? Komm, zeige dich schnell. Ich möchte gerne flöten und mir den Vogel holen. Piep, Matz. Und fliegen. Das kann ich auch. Immer mehr. Oh, Flöte. Oh, Flöte. Wo bist du nur? Bitte versteck dich nicht vor mir, du böse Flöte. Wo bist du? Bitte komm doch endlich raus. Ich will dich jetzt haben, Flöte. Oh, das kann doch nicht sein. Ne?
Bitte finde die Flöte. Okay. Boah, wo ist die denn? Alter, kann nicht sein. Ah, ja, yeah, Freunde, da ist die Ocarina. Super geil, ey. So, gut, mach ich erstmal so wieder. Danke, Whitey, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte nimm du sie und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort den etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte, spiel mir ein Lied. Und damit wurde er zum Baum. Da komme ich noch nicht lang. Dann bin ich ja falsch gelaufen, ne? Stimmt. Mist. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ja. Ja. Falsch gelaufen, Freunde. Machst du nix. So. Ah, wir sind ja schnell. Wie viel habe ich denn überhaupt da so feenmäßig? So, habe ich da noch was? Ne. Ich habe ja auch nur eine Pulle, ey. Hier unten gibt's Feen. Genau hinterm Haus sind die. Blüb. So, dann mal los jetzt. Nicht noch mehr Zeit verlieren hier. Ja, als ob er genau wusste, dass ich da lang renne. Oh, jetzt hast du hier noch so hässliche Modde. Renn! So, wir gehen jetzt erst zu dem... Ja, machen wir erst. Könnte passieren, dass das ein Zweiteiler mit der Welt wird, weil ich diese Welt nicht so gut kann. Das ist meine Hasswelt, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. So, okay, dann geht's jetzt los. Zack. Die Karte. So, ihr seht, hier ist nichts mehr. Und das heißt, ich muss hier wieder weg. Denn es gibt mehrere Eingänge hier auf dieser Welt.
Ja, wie gesagt, ich hasse diese Welt, ne? Ich hasse diese Welt. So, hier mal alles einsammeln. Ja, das war natürlich wieder ein Trick. So, da muss ich zum Schluss, glaube ich. Wie gesagt, ne, Dad, ich hasse das, ne. Verdammt. Genau, ach genau, da habe ich euch vergessen zu sagen. Ihr kommt manchmal so eine Hand runter, ne? Die packt euch und packt euch dann wieder am Anfang da, wo ihr hergekommen seid, ne? Richtig schlimm. Wie oft ich da schon dran kaputt gegangen bin, ne? Kläglich gescheitert bin, das glaubt mir kein Schwein. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, machen wir erstmal weiter. Da muss ich, glaube ich, zum Schluss, ja. Zack. Ich muss diese Statue mir dahin ziehen. Und das Schlimme ist, diese Statue, die kommt immer wieder. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die kommt immer wieder. Ach, diese Hand meine ich. Könnt ihr so oft kaputt hauen, wie ihr das wollt. Ne? Die kommt immer und immer wieder. So, zack. Hau jetzt mal hier ab. Da ist schon der Masterschlüssel. Sagen sich einige, wie, jetzt schon? Ja, genau jetzt schon. Ich weiß, geht schnell, aber ist halt so. Weil wir brauchen nämlich jetzt gleich, was da drin ist. Da drin ist nämlich der Feuerstab, wenn ich euch das schon mal sagen darf. Ja gut, jetzt hat er mich sowieso. Und jetzt ist es auch egal. Obwohl, nee, das war falsch von mir. Ich muss nämlich da doch rein. Und dann muss ich hier lang. Und dann hier raus. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Hier seht ihr nämlich da. Da brauchen wir nämlich den Zauberstab für. Ach, den Feuerstab. Damit ich das hier aufbrennen kann. Dann komme ich erstmal in die richtige Höhle. Das sind alles nur so Vorebenen. Ja, ist so, ne? So ein Herzchen wäre mal gediegenst. Wo kommt er denn her? Boah. So. Gebt mir doch mal ein Herzchen. Ich wäre zu dir zutiefst dankbar. Ja, das kennt ihr bestimmt. Herzen, gut. So, jetzt gehe ich wieder in die erste Weltebene rein hier. Aus dem Kopf auch gar nicht mehr weiß, wo das genau war. Aber hier war nichts, ne, ne, genau.
So, da muss ich ja durch. Ihr seht das ja da. Hat damit nichts zu tun. Okay. Ich hasse dieses Weltmoped-Scheißdingen hier. Ich hasse es. Ich hasse, 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 hasse es. Auch den Endgegner, ne? Ich hasse den. Weil ich brutalst nicht weiß, wie ich hier laufen muss. Aha. Hier waren Schlüssel. Dann gehen wir jetzt wieder zur ersten, weil da waren ja mehrere Türen gewesen. Und dann müssten wir eigentlich weiterkommen, ne? Ich glaube schon, ja. Ach, guck mal da, hab ich gerade gar nicht gesehen. Ob wir ja auch durch können? Yo! Hallöchen! Zack! Zack! Oh. Bam, 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 bam. Genau. So kommen wir nämlich da zu den Dingen. Ha. Da, 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 da. Der magische Feuerstab ist am Start. Zack. Jetzt wolltest du mich verarschen ein bisschen, ne? So, jetzt kann ich mit diesem magischen Feuerstab, kann ich jetzt nämlich da hinten das aufbrennen und dann, dann läuft der eigentlich von alleine, fast von alleine. Und zack. So, hier müsste... Genau, hier kam ich nämlich nicht durch. So war das. Gibt es extra so einen Weg. So. Ha. Gemein, aber passt. So. Na, oh, jetzt wäre so ein Häschen, hey. Jetzt wäre so ein Häschen. Ah, geh weg, Hase. Ach, Mist, der ist ja hier un und noch einer. Guckt euch das an, wie viel der aushält, ne? Guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Der hält und hält und hält. Und dann gibt er noch immer ein Herz hin. Das ist auch ehrlich, ne? Untote Mumie, ey. Nur nimm mal ein Herz hat so eine Mumie. Thank you.
Oho, wo lang? Und zack. Wartet mal. Ja, gut, war nix. Ich hab gedacht, da könnte ich schieben und dann wird da irgendwas kommen. Aber das war nicht so. Hab ich mich vertan. Ach ja, der guckt wieder die Hand, ey. Ah nein, alles wieder neu. Oh, Marcel. Ich wollte, musste unbedingt das da unten haben. Ne? Aber jetzt ist auch egal. So, ab da rein. Ah ja, jetzt geht das hier los. Boah. Warum ich jetzt alles erstmal kaputt mache, werde ich euch gleich zeigen. Denn hier fängt das jetzt an, wo ich hier alles so machen muss. Guck, die fallen doch nicht mal da runter, du. So, das geht nämlich so, folgendermaßen. Das offen, das noch offen, gut. Und jetzt. Katsching. Katsching, katsching. Doch wäre da jetzt noch alles da am Stehen gewesen, das würde, hätte mich ja voll irritiert, ne, und rausgebracht. Hallo, ich will kein Hase mehr sein. Bitte? Patsching! War das jetzt, kommt jetzt hier schon die Motte? Jo, da ist sie schon. Da ist schon der Gegner, Freunde. Jetzt hast du keine magische... kein magisches Zeug mehr. Nur noch zwei Leben. Das heißt, wenn er sich jetzt noch einmal trifft, dann bist du auch wieder kaputt. Und da war schon gedacht gewesen. Gut. Das heißt, ich muss mir jetzt eine Fee holen, sonst das klappt sonst überhaupt nicht. Nee, ich muss unbedingt eine Fee haben, sonst geht das nicht. Das geht ehrlich nicht. Hier musste ich doch rein. Ha. Boah, ich hasse diese Motte, ne? Boah, da ist der schlimmste Endgegner von allen. Ich sage euch, das ist der schlimmste Endgegner von allen. Wie gesagt, Freunde, ich werde daraus einen Zweiteiler machen, aber werdet ihr dann bestimmt auch schon gemerkt haben. Weil das einfach, das geht einfach gar nicht. Das ist einfach zu viel. Ich kann ja nicht 45 Minuten hochladen, ey. So, ich zeige euch, weil ich jetzt mache, erstmal vor dem Wegrennen, weil das ist ein Dieb. So. Jetzt hole ich mir eben den Vogel.
Da ist er. Super. So, gib mir mal eine Pulle hier. Genau, danke. Ich brauche nämlich zwei. Warum, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Für diese Motte, da brauchst du nämlich mehr als nur eine Fee. Kannst du dir auch ruhig nochmal hier so ein grünes Elixier mitnehmen hier für den Zauberstab, da, ey. Hätte ich auch blau mitnehmen können, ich piepe, ey. Ja, kann ja immer noch, weil ich habe ja sowieso nichts Grünes mehr. So. Jetzt kann ich mir nur das Blaue kaufen. Und jetzt hole ich mir noch eine Fee. Und zwar wieder hinterm Haus. Weil hier gibt es ja nämlich auch. So. Vogel. Ab wieder in die Schattenwelt und jetzt wieder hoch zur Motte, weil jetzt kriegt die Motte nämlich auf die Schnauze. Oh, und dieser Dieb, ne, den kriegst du auch nicht kaputt hier. Der nervt so brutalst, ne. Hässlicher Vogel, du. Oh, 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 doof. Oh, da war knapp, ne? So, los geht's. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Aber jetzt ist das halt so gekommen. Jetzt ist es halt so gekommen. Oh, 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 eine Fee. Komm zurück, Fee. Komm zurück jetzt. Nimm sie doch. Oh Mist, die haut mir ab. Jetzt habe ich sie. Yeah. Wieder Herzchen voll. So, jetzt rennen wir mal schnell dahin und dann kriegt die auf die Schnauze, die alte hässliche Motte. Zack. Geht doch kaputt. Verbraucht nicht so viel, hoffe, dass er da hinkommt, so. Yes, hat geklappt. So, jetzt kriegt die Motte auf die Schnauze, so wie auch soll diese hässliche Motte da. So, auf los geht's los. Oh.
Oh, so, jetzt blaues Elixier. Haben wir. Yeah. Verdammt. Oh. Ich hasse diese Art. Stirb, Mann! Mensch! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Whitey, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Hier, was ich darüber weiß. Wenn ein Wesen mit Bösen im Sinne über die Macht des Triforce verfügt, naht die große Zerstörung. Die Legende erzählt aber auch, dass dann ein Held kommt, der gegen das Böse kämpft. Dieser Held wird ein direkter Nachfahre der Ritter von Hyrule sein, nicht wahr? In deinen Adern fließt das ritterliche Blut. Da musst du Zelda retten, dich erwarten viele Prüfungen, bis du der legendäre Held bist. Hast du alles verstanden? Ja, ich denke, ich hab's kapiert. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Damit sind wir am Ende dieser Folge, Freunde. 31 gediegene Minuten, vielleicht lasse ich doch ein Stück, dann brauche ich nicht schneiden. Ja, Freunde, ne? Wenn es euch gefallen hat, diese lange Folge, dann Daumen nach oben, ne? Teilen, ihr wisst, wie es läuft. Und dann würde ich sagen, Freunde, danke fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Bis zum nächsten Mal.